Ich denke, wir sind ready. Also, wir haben uns wirklich stetig von Tag zu Tag verbessert, haben jedes Spiel immer einen Schritt mehr darauf zugemacht auf die WM, uns verbessert. Natürlich wollen wir immer noch besser werden, aber ich denke, wir sind bereit und freuen uns auf jeden Fall drauf, können es kaum erwarten. Jedes Spiel, jeder Sieg und jeder Punkt in der Gruppe zählt, das ist wichtig, weil alles mitgenommen wird. Und wir haben jetzt schon eine Gruppe mit viel Qualität, die es nicht zu unterschätzen ist. Japan, jetzt sagen wir mal vermeintlich der einfachste Gegner, denke ich mal, aber sie haben den Heimvorteil und wir alle wissen, was Heimvorteil manchmal mit Mannschaften macht. Es pusht nochmal einiges, gibt nochmal sehr viel Adrenalin natürlich, aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall ein Must-Win für uns. Das andere steht für uns nicht auch im Programm und wir werden das Spiel angehen wie das andere auch und werden alles raushauen. Yeah, I mean, people refer to this as the group of death, so to speak. I just think it doesn't matter who we're playing. There's a lot of good teams here. We just need to play one game at a time, play it as well as we can. It's not a marathon, and then we move on. Ja, ich überlege jetzt kurz, wie ich diese Frage beantworte, weil ich bin tatsächlich sehr fokussiert auf Japan. Das Große und Ganze juckt mich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir sind sehr, sehr selbstbewusst. Wie gesagt, ums Talent geht es schon lange nicht mehr, sondern eher um eine Mentalität, die wir an den Tag legen müssen, die man selber glauben muss. Da haben uns, glaube ich, die Vorbereitungsspiele gegen Hochkaräter sehr gut geholfen. Und dann macht man sich, glaube ich, keine Sorgen über das Große und Ganze. Aber für uns heißt es jetzt erstmal Japan.